2003 kam der erste SsangYong Rexton auf den Markt. 2018 haben wir euch den Kollegen hier schon als Vorfacelift vorgestellt. Ja, da kam das neue Modell auf den Markt und damals war ich schon überrascht, ja, was die da einfach hingestellt haben und zu welchem Preis. Jetzt gibt es ein neues Modell, ja, ein Facelift sozusagen. Es hat sich einiges getan, nicht nur optisch. Einiges ist auch gleich geblieben, ja. Wir werden euch aber die Veränderungen sagen. Vom Preis hat sich natürlich auch noch mal ein bisschen was getan. Und somit erzählen wir euch heute alles, was ihr über den neuen Rexton wissen müsst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive, hier aus dem schönen Schwarzwald mit dem neuen SsangYong Rexton. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren. Freut uns, wir wachsen weiter, können euch mehr zeigen. Aber auch gerne die Glocke drücken, weil ihr dann benachrichtigt werdet, wenn wir ein neues Video hochladen, wie über den neuen Rexton, der bei 42.990 Euro startet und der Laie oder jemand, der sich schon für den Vor-Facelift interessiert hat, merkt damit, dass er natürlich ein bisschen teurer geworden ist. Er startet aber weiterhin in der Ausstattungslinie Crystal, dann kommt Quarz und die höchste Ausstattung, die wir jetzt heute auch dabei haben, nennt sich Saphir oder Sapphire. Ja, je höher ihr natürlich in der Ausstattungslinie geht, desto mehr Ausstattungsvolumen ist dann dabei. Aber auch bei uns könnte man noch ein paar Sachen dazu buchen. Einige Sachen werde ich euch auch ans Herz legen, weil sie wirklich sich lohnen. Wir starten jetzt aber wie immer an der Front. Zuvor sage ich noch, dass es 5 Jahre Garantie gibt für euren Rexton. Auch das gibt es natürlich nicht überall. Allgemein muss ich sagen, aber wir sprechen natürlich im Fazit nochmal über Preise. Für das Geld, was ihr hier zahlt, bekommt ihr schon relativ viel Auto. Er ist teurer geworden, das kann ich schon mal vorweggreifen. Aber ihr könnt dann in den Kommentaren nach dem Fazit diskutieren, ob ihr das gerechtfertigt findet oder nicht. Bei der Front starten wir wie immer. Und damit lässt sich sagen, was hat sich verändert. Natürlich ganz klassisch, wie fast bei jedem neuen Fahrzeug, was wir euch vorstellen, ist der Kühlergrill größer geworden. Hier in dem Fall natürlich deutlich größer. Eigentlich ganz schick geworden, muss man sagen, mit diesen Pins hier. Ja. Eigenständiges Design, das SsangYong Logo und natürlich umrandet dann mit diesem Fake Chrome. Sieht eigentlich ganz cool aus. Im ersten Moment, also ich habe erst Bilder gesehen, dachte, ja, sieht cool aus. Dann in echt dachte ich mir erst, oh, ein bisschen zu groß dimensioniert, ja, sieht doch nicht so geil aus. Jetzt, wo man ihn länger hat, muss ich aber doch sagen, mir gefällt er gut. Auch zum Vorgänger, also zum Vor-Facelift, gefällt er mir besser. Dann haben wir natürlich die ganz normale Rexton-Front, ja, hier alles lackiert in unserer Farbe. Hier unten setzt sich es nochmal ein bisschen in Anthrazit ab. Aber kein Hartkunststoff, was eigentlich auch mal ganz frisch ist. Ne? Nur hier haben wir dann Hartkunststoff, also nur ganz wenig. Aber das ist ja bei manchen dann auch, das ist aber hier eben auch lackiert. Finde ich auch mal ganz cool. Eine Neuerung zum Vor-Facelift ist natürlich dieser Teil. Wir sprechen über die Scheinwerfer. Und zwar war es beim Vor-Facelift Xenon. Jetzt ist es LED. Leider noch kein Matrix, also es ist einfach ganz normaler Voll-LED-Scheinwerfer. Die Blinker, das Scheinwerfer als solches und so weiter ist in LED mit Fernlichtassistent. Der funktioniert auf Landstraßen und in der Stadt sehr gut, also da gab es überhaupt keine Probleme. Auf Autobahnen hat er dann doch auch mal ja, zu spät, sage ich jetzt einfach mal, abgeblendet. Also einige LKWs gerade, ich weiß, die Autobahn ist die Königsdisziplin, das können ein paar noch nicht so gut. Auch er muss da nochmal überarbeitet werden, der Fernlichtassistent, weil heute Nacht, wo ich gefahren bin, haben wirklich ein paar LKWs dann aufgeleuchtet. Dann hat er natürlich sofort zurückgeschalten, aber dann haben wir natürlich schon geblendet und hat mich dann einfach auch dazu gebracht, den Fernlichtassistent wieder auszuschalten. Ja. Auf der Landstraße, aber wie gesagt, und in der Stadt, also was heißt in der Stadt, aber er schält es halt in die Stadt aus und schält es dort auch nicht wieder ein. Und auf der Landstraße hat er das auch perfekt gemeistert. Sobald ansatzweise ein Auto entgegenkam, hat er es ausgeschalten und danach sofort wieder ein. Der Lichtkegel ist eigentlich auch in Ordnung, aber dazu dann später nochmal bei der Assistenz mehr. Ja, jetzt seid ihr wieder dran. Schreibt doch mal drunter, was ihr zum Design des SsangYong Rexton sagt, wenn ihr neu seid in dem Thema SsangYong Rexton und wenn ihr das Vor-Facelift kennt oder sogar besitzt, was ihr speziell zum Facelift sagt. Wir sprechen über die Seite und zunächst einmal was über die Bodenfreiheit, falls ihr tatsächlich auch ein bisschen ins Gelände wollt. Die wäre 224 mm groß.
Dann was vielleicht zu den Farben, bevor wir über andere Dinge sprechen. Und zwar 5 Farben gibt es für den Rexon. Wir haben jetzt hier das Atlantic Blue. Ja. Geht schon fast, also ist ein sehr dunkler Blauton. Ich denke, das erkennt man ganz gut. Seriefarbe ist weiß, aber es gibt auch noch ein etwas hochwertigeres Weiß. Ich meine sogar, das heißt Crystal Weiß, aber da lege ich mich jetzt nicht fest. Ist dann so ein Perlmutt-Effekt. Da wirkt er dann natürlich nochmal edler. Ist auch die teuerste Farbe. Ja. Gut. Und dann kommen wir mal zu ein paar Punkten, die ich euch noch sagen kann. Und zwar haben wir jetzt hier die höchste Ausstattungslinie. Und bei 17 Zoll sprechen wir erstmal darüber. Dann gehe ich gleich weiter in die Pakete, die wir noch dazu buchen könnten, hier bei unserem Rexon Feel Gap, da aber nicht mehr. Es startet, wie gesagt, bei der untersten Ausstattungslinie mit 17 Zoll und die zwei oberen haben dann 18 Zoll in der Serie, auch wir. Wir könnten aber für 1000 Euro extra die 20 Zoll fähigen dazu buchen. Das ist natürlich viel Geld, muss man sich am Ende fragen, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Es sieht natürlich einfach satter aus. Ja. Könnt ihr auch im Konfigurator mal rumspielen, es sieht auf jeden Fall besser aus. Müsst ihr euch halt fragen, ob euch das wert ist. Des Weiteren kostet Aufpreis, wir haben hier einen 5-Sitzer serienmäßig, wir haben jetzt aber hier für 900 Euro extra den 7-Sitzer. Ja, das wäre also auch noch ein Paket oder eine Option, die ihr dazu wählen könnt. Genauso für 1000 Euro extra ein Schiebedach. Das sind so die Upgrades, die ihr dazu wählen könnt. Und dann noch ein Upgrade, also bis jetzt sind es die Upgrades, die ihr für euch selbst entscheiden müsst. Der nächste Punkt natürlich auch, aber den lege ich euch tatsächlich ans Herz. Der ist allerdings ein bisschen teurer, der kostet gleich 4000 Euro Aufpreis. Falls es euch jetzt vom Stuhl gehauen hat, lasse ich euch kurz Zeit, um euch wieder hinzusetzen. Aber da ist natürlich einiges auch dabei. Memory-Sitze-Einstellung ist dabei. Dann habt ihr eine 360-Grad-Kamera, nicht nur eine Rückfahrkamera. Dann habt ihr die elektrische Heckklappe. Und dann habt ihr nicht alles, wie wir jetzt hier in Leder bezogen, sondern dann auch in Nappa-Leder. Sieht einfach noch mal ein bisschen schicker aus. Und ich sage euch, das lohnt sich, denn beim Vorfacelift hatten wir das Paket. Elektrische Heckklappe ist cool, ja, weil man da einfach hinläuft und das geht automatisch auf, wie wir es von Kia zum Beispiel auch kennen. Und Nappa-Leder, das sieht halt wirklich beim Sang-Yong, das können sie wirklich. Ja. Das sieht einfach richtig qualitativ aus. Unsere ist jetzt auch in Ordnung, keine Frage, werdet ihr im Innenraum sehen. Aber dieses Nappa-Leder ist noch mal ein bisschen on top. Klar, und dann noch Memory-Sitzverstellung, auch wichtig, falls ihr das mit eurem Lebenspartner oder Geschäftspartner teilen wollt. Und dann halt eben noch 360-Grad-Kamera. Das alles nennt sich dann, Elegance-Paket für 4000 Euro. Wir sprechen natürlich auch über das Heck. Was sehen wir da? Wir sehen den Sang-Yong Rexon. Können wir auch aufhören. Nein, Spaß. Hier steht Rexon, ja. Dann haben wir hier noch eine kleine Chromleiste, die zwei Rückleuchten verbindet. Apropos Rückleuchten, auch die sind jetzt hier in LED. Seht ihr auch gerade hier. Die Blinker sind allerdings hier unten. Das ist eine Sache, die ich immer nicht so schön finde. Wie beim neuen Tucson zum Beispiel und so weiter und so fort. Nicht nur, weil manche bemängeln, auch wenn da jemand hinten drauf fährt, ist es gleich kaputt. Klar, auch ein Aspekt, den man beachten muss. Aber ich finde es einfach schöner, wenn alles zentral in einem Ding drin ist. Ja? Aber das ist natürlich Geschmackssache. Könnt ihr auch mal drunter schreiben, wie ihr das seht. Dann haben wir hier noch einen Spoiler, einen kleinen. Hier steht dann auch noch Allrad. Das ist auch ein Ding, was zum Beispiel beim Facelift ist. Es gibt quasi kein Modell mehr ohne Allrad. Also immer mit Allrad. Dazu später auch noch mal mehr. Klar, ihr könnt aber auch fahren, nur mit Zweiradantrieb. Ja. Sang-Yong steht hier noch mal. Und dann, was auch neu ist, das ist jetzt aber auch gleich wieder fake, sind diese Auspuffblenden. Die sind jetzt auch noch dazugekommen. Ansonsten hier ganz normales Rexton-Heck. Aber auch noch mal natürlich ein bisschen frischer geworden. Ja. Dann hätte man jetzt eben, wenn man das Elegance-Paket dazu gebucht hätte, eine elektrische Heckklappe. Jetzt haben wir das hier nicht. Ein Kritikpunkt kann ich aber jetzt hier, wenn wir die nicht haben, schön euch zeigen. Hier ist eine Rückfahrkamera, die ist außenstehend. Ist natürlich schöner, gerade wenn man Premium unterwegs sein möchte, wenn die einfährt. Wie beim Mercedes GLE zum Beispiel. Gut, X5 und Audi Q7 machen es auch nicht, aber klar. Dann haben wir jetzt, wie gesagt, den 7-Sitzer. Das Kofferraumvolumen für den 7-Sitzer per se bietet oder sagt mir Sang-Yong leider nicht. Also dieser kleine Teil hier. Ja. Wenn aber jetzt die umgeklappt wären, dann sind es 784 Liter. Und wenn ihr den die zweite Rücksitzbank, also die richtige, auch noch umklappt, dann habt ihr sogar 1977 Liter. Also ich denke, genug, um zu verreisen oder auch mal um was ja, zu transportieren, wenn man jetzt nicht mit allen wegfährt. Und wenn ihr mit allen 7 wegfährt, müsst ihr halt mit diesem Platz hier auskommen. Aber das ist ja bei allen 7 Sitzern so. Der nächste Punkt wäre natürlich noch Thema Anhängelast. 750 Kilo sind es da im ungebremsten Zustand, solltet ihr einen gebremsten Hänger fahren wollen. 3000 Kilo, also 3 Tonnen. Das ist wirklich gut. Kleiner Kritikpunkt hat man natürlich trotzdem, weil das Vorfacelift 3,5 ziehen konnte.
Jetzt widerspricht sich da Sang-Yong selber. Also auf jeder Seite ist was anderes zu lesen. Manche sagen sogar, er hat noch 3,5 Tonnen. Fakt ist aber, dass er jetzt leider nur noch 3 Tonnen hat. So steht es auch in den technischen Daten von Sang-Yong selber. Dann muss ich kurz auswendig lernen, wir sprechen über die Motoren, die es da gibt. Kleiner Spaß am Rande, es gibt nämlich derzeit nur den und es wird wahrscheinlich auch bei dem bleiben. Der bekannte Vierzylinder mit nicht mehr 181 PS und 400 Newtonmeter, sondern mit 201 PS und 440 Newtonmeter. Ein Dieselmotor mit, wie gesagt, Allrad, dazu aber gleich nochmal was. 10,7 Sekunden braucht er auf 100 und bei 184 km/h ist dann Schluss. Früher, also vor Facelift, 7 Gang von Mercedes, jetzt 8 Gang. Und dann können wir eigentlich, weil ich es im Innenraum oder während dem Fahren vielleicht auch nochmal ansprechen werde, aber jetzt hier ist es, denke ich, nochmal wichtiger. Und zwar haben wir hier eine mehrfach gelagerte Einzelradaufhängung. Somit kann sich jedes Rad einzeln bewegen im Gelände, ist natürlich sehr wichtig. Und wir haben hier Allrad mit Sperrdifferenzial. Ja. Also man kann hier durchaus was bewegen mit dem Rexen, kann auch mal durchs Gelände, solange es die Bodenfreiheit zulässt. Und da natürlich auch nochmal beachten, nehme ich die 20 Zoll für den Tausender oder lasse ich sie weg. Wenn ihr zum Beispiel viel im Wald arbeitet oder viel wirklich, sag, Offroad fahrt oder halt abseits der Straße, dann lohnt sich das vielleicht eher nicht, ja, weil die natürlich leichter zerkratzen. Dann bleibt er bei den schicken 18 Zoll, die sehen ja auch nicht schlecht aus. Und da haben wir eben noch ein wenig Rechtsgummi. Ansonsten sagt er, ja, ab und zu fahre ich halt. Und er soll ja sonst auch schick aussehen. Die 1000 Euro nehme ich noch mit. Mit 7,5 Litern ist der angegeben kombiniert. 198 Gramm CO2 stößt er aus. Und 70 Liter könnt ihr insgesamt reintanken. So sieht's aus. Dann fragt ihr uns ja immer, was wir verbrauchen. 7,5 sind es gar nicht so unrealistisch. Also ich bin mit 8 gefahren, wenn man vorsichtig fährt, vielleicht auch mal 8,5. Wenn man es jetzt aber doch mal über die Autobahn bügelt oder durch mit Allrad fährt oder so weiter, dann kann man schon auch mal bei 10 Liter landen. Das war jetzt mein Höchstwert. Ja. Könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr so verbraucht. Das machen wir ja neuerdings auch immer. Das ist auch immer ganz interessant für uns, so, was die Kunden ja, letztendlich dann so verbrauchen. Dann gehen wir natürlich in den Innenraum, um euch da alles zu zeigen. Davor obligatorisch natürlich das Keyless Go System. Wir haben hier so eine Einkerbung. Hand dran halten oder Finger, die Spiegel klappen ein und ich kann weglaufen. Ja. Hinten leider nicht, das finde ich so ein bisschen schade. Ja. Das hätte mir jetzt bei so einem Auto auch noch gefallen, wenn das auch noch hinten möglich gewesen wäre, aber so ist es nun mal. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schon weit genug weg war, sonst laufe ich noch mal ein bisschen weg. Aber im Prinzip, wenn ich hinlaufe, ich wollte euch nur zeigen, dann fahren die Spiegel schon mal automatisch aus. Ja. Ansonsten passiert noch nichts. Ja, das hat doch. Hat er sogar erkannt, ja, die Spiegel klappen jetzt automatisch aus und dann kann ich hier reingreifen und das Fahrzeug öffnen, um euch eben den Innenraum zu zeigen. Dann möchten wir euch natürlich auch im Innenraum begrüßen. Erstmal hier beim Sitz. Das ist ein Ledersitz, ja, kann man sich auch elektrisch einstellen. Alles fein soweit, sehr komfortabel. Auch ein bisschen Seitenhalt, wie gesagt, Elegance-Paket, Nappa-Leder. Ne? Wisst ihr Bescheid. Dann haben wir hier die Tür. Was für eine Überraschung. Hier passt auch meine 0,75 Liter Referenz-Glasflasche in das Ablagefach, allerdings nicht gummiert hier unten. Ja, das heißt, das hört man doch vielleicht auch mal rumkleppern, wobei die relativ fix hier sitzt. Von den restlichen Materialien wirklich gut. Wir haben hier Leder, alles weich um die Armauflage, auch das. Dieser Teilabschnitt ist allerdings in Hartkunststoff. Und das hier ist dann auch nochmal sehr weich. Ja, also die Materialien passen. Perfekt wäre natürlich, wenn das hier auch noch beledert wäre. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es mit dem Elegance-Paket aussieht, weil da ist wirklich alles nochmal viel feiner gesteppt. Auch die Sitze sehen viel edler aus. Ja. Vielleicht ist da das dann auch weich. Man weiß es nicht. Aber jetzt, aktuell ist es halt so. Das hätte ich mir jetzt gewünscht, dass es eben zumindest unterschäumt ist. Aber dann komme ich natürlich auch zu euch rein, um euch natürlich die weiteren Materialien zu zeigen, wie zum Beispiel hier an dem Dashboard. Das ist weich, ja, alles unterschäumt, kein Head-Up-Display. Das ist dann Hartkunststoff hier und das ist wieder weich. Ja. So viel dazu. Hier haben wir ein Zierelement. Ja. Sieht auch ganz gut aus, wirkt auch ganz edel.
Und hier haben wir dann auch nochmal weiche Materialien, das ist dann Leder. Das wäre beim Nappa-Leder auch nochmal ein bisschen exklusiver in so einer Rautenform. Fühlt sich unfassbar gut an, wobei sich das hier auch schon wirklich gut anfühlt. Auch hier ist es etwas weicher, zwar auch schon relativ hart, aber immer noch ein bisschen weicher wie Hartkunststoff. Und ja, das war es doch schon mal zu den Materialien hier im Sangyong. Dann schalte ich, glaube ich, auch mal die Zündung ein. Jetzt weiß ich nicht, ob er die Melodie nochmal macht, aber man kann hier eine Melodie einstellen, die er macht, wenn man einsteigt. Vielleicht nochmal, wenn ich die Tür auf und zu mache, wobei man davor wahrscheinlich abgeschlossen haben muss. Aber wir wären ja nicht bei uns, wenn wir das nicht euch zeigen würden. Man kann da verschiedene Töne einstellen. Ich habe jetzt Klassik eingestellt. Ich schließe es einfach mal ab und nochmal auf. Und dann mache ich die Tür auf und komme dann rein und jetzt geht es gleich los. Ja, kann man, glaube ich, auch ausschalten. Also wenn das jemand nervt, es gibt auch noch andere Töne. Ich habe jetzt, wie Sie gesagt, Klassik. Wenn man den Motor dann ausschaltet, kommt dann nochmal das Gleiche. Das werden wir nachher sehen. Jetzt schalte ich aber die Zündung einmal ein, um euch, wie gesagt, hier nochmal was zu zeigen. Wir haben hier einmal das Lenkrad. Damit fangen wir jetzt einmal an. Das mag im ersten Moment, jawohl, wir lassen ihn erstmal sagen, was er sagen möchte. Im ersten Moment mag das recht überfüllt wirken, aber wenn man die Zeit genutzt hat, und das Fahrzeug dann auch gekauft hat und länger damit unterwegs ist, weiß man, was wo ist. Und dann passt das eigentlich auch. Ja. Wir haben erstmal ein abgeflachtes Lenkrad. Vom Design her finde ich es in Ordnung, weil das schon so ein bisschen an das Audi-Lenkrad erinnert. Das hat mir beim Audi schon nicht gefallen und auch hier gefällt es mir nicht ganz so gut. Aber ansonsten finde ich das Lenkrad top. Was bedeuten jetzt diese ganzen Taster? Wir fangen vielleicht mal auf der rechten Seite an. Das ist dann auch nochmal unterteilt. Ja. Also die Hälfte ist dann dafür da, um das digitale Cockpit zu steuern. Ja, da kann ich mir verschiedene Sachen anzeigen lassen. Hier kann ich zum Beispiel verschiedene Views anzeigen. Hier kann ich dann in der ausgewählten View nochmal verschiedene Dinge rumscrollen. Hier komme ich direkt auf die Navikarte. Und dann eben, wenn man den anderen Teil nimmt, also den linkeren Teil, das ist dann unsere ACC, wo wir Geschwindigkeit, Abstand und natürlich das Ganze auch ein- und ausschalten können. Auf der anderen Seite wiederum haben wir auch wieder zwei Seiten, wobei es da dann schon eher wieder ein Mix ist. Wir haben hier ganz oben Lenkradheizung, dann haben wir hier Telefon abnehmen oder auch nicht. Hier können wir den nächsten Titel, vorigen Titel nehmen, also auf der rechten Seite und hier dann lauter leiser schalten. Hier die Quelle ändern und hier dann auch die Sprachsteuerung dann anwählen. Ja. Also das passt, Schalthebel haben wir hier auch noch und dahinter natürlich Scheibenwischer und Blinker und Licht, wie man es kennt. Wir blenden euch gerade noch ein Detail ein vom digitalen Cockpit. Das ist jetzt 12,3 Zoll groß. Ja, das ist jetzt auch neu, ist aber optional. Bei uns ist es aber schon dabei. Ansonsten meine ich, ist es optional. Sonst ist es noch analog mit einem Bordcomputer. Hier kann man sich verschiedenste Views anzeigen lassen. Das konnte man auch schon beim Vorfacelift im Bordcomputer. Ja, das gefällt mir ganz gut. Haben sie sich ein paar Sachen einfallen lassen. Was ich cool finde, werdet ihr jetzt auch gleich, wenn ich da durchgeschaltet habe, sehen. Die Navikarte kann man sich auch anzeigen und da ist wirklich richtig groß und man hat trotzdem noch alles andere im Blick. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Genau. Ja, und dann schwenken wir doch auch schon, würde ich sagen, aufs Infotainment-System um. Da zeigen wir euch eigentlich immer nur die Navikarte und die Ambientebeleuchtung. Wobei Ambientebeleuchtung meiner Meinung nach man nicht einstellen kann und sie ist auch sehr gering. Also wir haben jetzt hier an der Tür keine Ambientebeleuchtung, sondern wenn ihr das mal seht, nur hier eine LED-Beleuchtung, die dann in Blau geleuchtet hat, aber ansonsten nichts. Dann sprechen wir über das Infotainment-Display, das 9,3 Zoll groß ist. Und ja, das ist das Home-Menü, wo ihr dann alles steuern könnt. Wir können natürlich einmal auf die Medien zugreifen, rechts zum Beispiel. Die Uhrzeit können wir ablesen und aber auch die Navikarte einmal anschauen. Mit einem Blick darauf komme ich da auch relativ schnell, wie ihr gesehen habt, in die große Karte, füllt den ganzen Bildschirm aus. Finde ich ganz cool, kann man dann auch direkt was suchen. Von der Geschwindigkeit, wie es lädt, seht ihr ja selber. Also es dauert einen kleinen Moment, ja. Ist jetzt nicht sofort da, aber ich würde sagen, es ist trotzdem noch im Rahmen. Ja. Je weiter ihr natürlich rauszoomt, desto langsamer ist es. Aber jetzt beim Reinzoomen geht es dann auch schon wieder. Finde ich in Ordnung. Ja. Dann von der Kartendarstellung in Ordnung. Da gibt es wesentlich Schlechteres. Natürlich gibt es aber auch Besseres. Ganz oben steht Audi mit Google Maps. Apple CarPlay sowie Android Auto ist auf jeden Fall auch verfügbar für den Rexen. Und dann haben wir unten noch tatsächlich ein paar Schalter, wo wir dann eben Home-Menü zum Beispiel oder in die Radio-Menü-Einstellungen kommen oder dann nochmal hier in die Navikarte direkt, Telefon oder in Setup. Jetzt in dem Fall, wenn wir im Navi drin sind, kommen wir in die Navi-Einstellungen. Wenn ich jetzt aber im Home-Menü bin und auf Setup drücke, komme ich zum Beispiel, das war jetzt ein Vorführeffekt, wenn ich jetzt aber zum Beispiel hier drin bin und drücke auf Setup,
dann komme ich in die ganz normalen Bildschirmeinstellungen, die man so braucht. Und dann noch User. Ja, ich meine, da kann man sich verschiedene User anlegen, wie man es auch von anderen Fahrzeugen kennt. Und die Micro-SD kann man auch einlegen. Und die hier, das ist noch ein richtiger Drehregel, finde ich auch ein wichtiger Punkt, dass wir das hier noch haben. Ja, weiter unten. Was sehen wir da? Wir sehen eine Klimazentrale. Ja, das ist eine Zwei-Zonen-Klimaanlage, wo man sich alles Mögliche einstellen kann. Wie gesagt, Zwei-Zonen-Klima. Warnblinkertaste ist hier schön in der Mitte. Und dann haben wir hier unten, weiter unten noch eine keine Lenkradheizung, die gibt es ja auch, habt ihr schon gesehen, aber eine Sitzklima, dreistufig, und eine Sitzheizung. Die Sitzklima muss ich besonders loben, denn sie wird wirklich kühl. Also man kennt ja bei vielen Modellen und öfters gibt es auch Sitzklima, aber das ist jetzt bis jetzt wirklich das Stärkste, was ich erlebt habe. Also da habe ich selbst eine Stufe zurückschalten müssen und heute war es wirklich etwas wärmer, weil das wirklich so krass gelüftet hat, dass es wirklich fast schon kalt wurde. Also es muss man loben, weil das wirklich stark ist. Und wenn man es dann nochmal eine Stufe zurückschaltet, ist es dann angenehm. Aber im Hochsommer kann ich mir die dritte Stufe schon wirklich gut vorstellen. Also es hat mir gut gefallen. Hier ist noch ein kleines Fach, wo wir dann, ihr seht es selber, euer Smartphone dann induktiv laden könnt. Auch das bietet jetzt der Rexon an. Dahinter seht ihr dann nochmal ein Fach, wo wir dann zum Beispiel auch die Funkstrecke drin haben. Zwei USB-Anschlüsse haben wir hier noch und darunter ist auch ein Cupholder. Man kann es auch schließen, das mögen ja viele, ja, und dann sieht es eigentlich auch ganz edel aus. Mal kein Pianolack. Mal wirklich jemand, der nachgedacht hat, nicht dieses Pianolack, wo Staub und Fingerabdrücke zu sehen sind, wie jetzt hier zum Beispiel, ja, sondern man hat mal irgendwas Aluhaftiges oder einfach mal was anderes genommen. Finde ich sehr, sehr cool, weil man eben hier nichts sieht. Ja. Noch schöner wäre es natürlich, wenn man wählen könnte und sagt, ey, ich möchte vielleicht zum Beispiel Holz, aber ich bin jetzt damit schon wirklich sehr zufrieden, dass wir hier nicht dieses Pianolack, was man sonst so hat, anschauen muss. Dann sehen wir hier noch ein paar Sachen. Hier können wir natürlich das Allrad wählen, entweder Zweiradmodus oder hier den Allrad einschalten mit höheren Geschwindigkeiten oder eben untergesetzt für das Gelände. Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion und auch hier kommt wieder ein Lob, denn wenn ich einmal aktiviert habe, bleibt sie auch drin, bis ich es ausschalte. Man muss es nicht bei jedem Start neu einschalten. Super gemacht. Parksensoren kann ich ausschalten, Start-Stopp ausschalten, Park Assistent hier einschalten und dann die Drive-Modi. Es gibt Winter, Normal und Sport. Ja, dann haben wir hier auch noch eine Armauflage, die ist weich genug zum Arm auflegen, auch groß genug. Also das ist kein Problem. Man kann sie öffnen, aber nicht in der Höhe verstellen und auch nicht von der Länge. Dann haben wir hier nochmal ein Fach, das ist auch hier mit Stoff bezogen, 12-Volt-Anschluss auch noch. Und somit kann man auch empfindlichere Dinge ablegen, wie zum Beispiel auch Kamera-Equipment. Und dann gehen wir auch schon aufs Platzangebot wieder ein. Ich bin ca. 1,85, falls ich es noch nicht erwähnt habe. So sieht es wohl aus. Der Sitz ist auf der tiefsten Einstellung und wir haben das Schiebedach nicht, weshalb der Dachhimmel auch nicht noch weiter runtergekommen ist. Aber ihr seht schon, die Faust passt gerade noch so dazwischen, also hier hat man wirklich genügend Platz. Selbst als große Person, ich muss mich hier nirgends irgendwie beengt fühlen, aber ich denke, das ist auch klar und auch notwendig in so einem großen SUV. Ihr könntet hier also locker noch mal größer sein, selbst mit Schiebedach. Im Zweifel natürlich gerne bei eurem Sangyong-Partner des Vertrauens einmal Probe sitzen. Jetzt geht's nach hinten in die zweite und dritte Sitzreihe. Dann nehme ich das Lenkrad wieder in die Hand, weil dann fahren wir. Ja, und somit begrüße ich euch dann hier im Fond des Rexon. Ich mache hier mal die Sonnenblende runter, damit ihr einfach auch gesehen habt, dass es das hier gibt. Dann kurz über die Materialien einen Punkt. Hier oben haben wir wieder weiche Materialien. Ja, das passt also auch. Hier dieser Bereich ist dann allerdings nicht hart. Die Armauflage ist aber alles wieder weich, alles ringsrum. Auch unten haben wir dann aber nochmal leicht Hartkunststoff. Aber trotzdem hinten noch sehr hochwertig, muss man sagen. Der andere Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, das seht ihr auch schon leicht, wir haben jetzt den Sitz hier rechts mal ganz nach hinten geklappt von der Lehne. Ich bin jetzt in der stylischen Variante. Somit seht ihr natürlich den Unterschied, was möglich ist. Aber nicht nur zuletzt habe ich den steil gelassen, um euch natürlich auch zu zeigen, wie man hier sitzt, wenn zum Beispiel hinten auch noch jemand sitzen möchte. Ich bin ja immer noch groß, der Sitz ist auf mich eingestellt, 1,85. Ich habe hier, wie ihr seht, genügend Platz. Und auch zur Decke habe ich noch Platz. Klar, wir haben jetzt nicht das Schiebedach verbaut, aber trotzdem, die Faust passt zwar nicht mehr dazwischen, aber ich habe hier auf jeden Fall noch Platz, stoß hier nicht an. Allgemein, das Raumgefühl ist hier wirklich gut. Das passt also schon mal. An den Sitzen haben wir noch Taschen. Ja, auch das passt. Wir haben noch einen 12-Volt-Anschluss, zwei USB-Anschlüsse. Und ich kann natürlich, wenn das man das als Chauffeurauto mal denkt, und hier sitzt zum Beispiel jemand, der sich hier irgendwo hinfahren lässt, kann der hier mit diesen
Tasten, jetzt habe ich das Wort gefunden, den Sitz hier auch verstellen, nicht nur von der Lehne her, sondern natürlich auch nach vorne und nach hinten. Ja, das kennen wir aber auch schon von durchaus anderen Modellen, wie zum Beispiel Skoda. Dann habe ich hier noch eine Mittelarmauflage, ja, kurze Fläche, die ist zwar sehr weich, aber relativ kurz und dann ist meine Hand hier im Cupholder drin, groß genug auch, aber wenn halt dann natürlich eine Flasche steht, kann ich meinen Arm nicht mehr bequem auflegen. Ich fände es immer schöner, wenn das hier vorne rausklappt. Aber generell ganz gut gemacht. Hier ist auch nochmal ein Fach. Auch das ist nochmal hier gummiert innen drin, wo man auch nochmal vielleicht was ablegen kann. Isofix an den äußeren Sitzplätzen ist, denke ich mal, klar. Und dann haben wir hier noch eine Fläche, wo auch groß genug ist. Da kann auch immer jemand sitzen. Der Mitteltunnel ist auch nicht allzu groß, dass man da also auch bequem sitzen kann. Ich kann mir hier also durchaus auch mal eine Fahrt zu dritt hinten vorstellen von 4 Stunden. Und dann, ja, war es aber jetzt auch hier. Normal würde ich jetzt sagen, jetzt gehen wir nach vorne und zeigen euch, wie er sich fährt. Aber nicht ganz, ne? Wir rutschen noch mal eine Etage hinten, nach hinten. Ich lasse den Sitz jetzt mal gefühlt so, wie ich jetzt hier sitzen würde, ja. Nach vorne kann man ja nicht verstellen, aber von der Lehne lasse ich es jetzt mal so steil. Ihr habt ja gesehen, ich habe hier trotzdem Platz und setze mich dann einfach auch noch mal kurz hinter mich. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, warum sitzt der Kerl jetzt nicht da hinten, wie er es gesagt hat. Ja, wir wollen euch noch zeigen, wie man natürlich noch komfortabler einsteigen kann. Und zwar gibt es hier unten nochmal einen Hebel, ja, und dann kann ich diese komplette Bank hier einmal nach vorne klappen. Und somit bietet sich, das haben wir jetzt natürlich auf der anderen Seite auch schon mal gemacht, bietet sich hier natürlich ein ganz exklusiver Einstieg, ja, wo man hier ganz nobel einsteigen kann. Jetzt habe ich hier natürlich genügend Platz. Ich kann das aber auch wieder hier dann mit dem Hebel mir herholen. Dann muss ich nochmal kurz nach hinten rutschen. Und dann gibt es hier nochmal irgendwo einen Hebel, ja genau hier, wo ich dann die Bank auch nochmal hochklappen kann. Da muss man hier ziehen und dann ist das jetzt hier die steile Variante, ja, wie wir es vorher gezeigt haben. Die Füße passen nicht ganz hier drunter, ich stoße aber von den Knien her gar nicht so an, das passt. Allerdings von der Kopffreiheit, ich weiß nicht, ob ihr das seht, stoße ich hier an. Also ich kann hier nicht ganz so bequem sitzen. Ja, Ablagefach habe ich hier auch. Es würde mal gehen für eine kurze Fahrt, allerdings ist es natürlich für kleinere Menschen geeigneter. Kinder überhaupt kein Problem, ja. Wobei wir hier gefühlt, also ich sehe zumindest nichts, kein Isofix haben. Ja. Aber trotzdem, wenn die jetzt schon keinen Kindersitz mehr brauchen, können hier wirklich Personen bis, ich sage jetzt mal 1,60 bequem sitzen. Und jetzt gehen wir wieder ganz nach vorne und zeigen euch, wie er sich fährt natürlich. Ja, dann seht ihr die schöne Aussicht und wir starten mit dem Fahreindruck und fahren dann auch gleich diesen Berg wieder runter. Das gleiche wie neulich bei der G-Klasse natürlich. Es wäre natürlich viel mehr möglich, auch mit dem SsangYong hier. Ja. Aber wir wollen euch natürlich so ein bisschen auch zeigen, was hier möglich wäre. Wir können hier sogar noch ein bisschen eine steilere Piste nehmen. Ja. Das ist überhaupt kein Problem und hier kann man einfach diesen Berg hier problemlos runterfahren. Wir haben hier halt sonst keine Möglichkeiten, Offroad zu fahren. Wir haben sogar schon beim Steinbruch angefragt, aber klar, am Wochenende kommen die nicht extra für uns. Und unter der Woche ist da natürlich Betrieb. Kann ich irgendwo auch verstehen. Ja. Von dem her müssen wir halt mit dem zurechtkommen, was wir da haben. Ihr könnt aber natürlich jede Menge hier bewerkstelligen mit dem Rexton. Ansonsten, wenn ich jetzt hier nochmal kurz anhalte, kann ich euch natürlich auch einmal noch die Rückfahrkamera zeigen. Dazu muss ich natürlich in den Rückwärtsgang gehen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier die Rückfahrkamera. Übrigens, der Regenbogen ist von der Kamera aus, weil wir den ND-Filter für die Sonne drauf haben. Nicht hier im Display tatsächlich. Die Linien lenken aber mit und das ist jetzt eben die ganz normale Rückfahrkamera, reicht aus, ist aber wie gesagt außenstehend. Wenn ihr 360-Grad-Kamera wollt, ist das eben nur mit dem Elegance-Paket möglich, mit Nappa-Leder, elektrischer Heckklappe und so weiter. Ja, dann fahren wir. Er soll nochmal komfortabler sein wie sein Vorgänger, also wie das Vor-Facelift. Das ist natürlich jetzt schon 3 Jahre her, wo wir den gefahren sind. Da reicht auch mein Gedächtnis nicht aus oder mein Popometer, um da nochmal einen Vergleich zu ziehen. Aber ich muss sagen, er fährt sich theoretisch schon wirklich recht komfortabel. Warum sage ich jetzt theoretisch? Es gibt natürlich schon noch komfortablere Fahrzeuge. Wenn ich jetzt so ein GLE oder ein X5 nehme mit Luftfahrwerk, ist das einfach nochmal eine andere Welt. Trotzdem finde ich, dass der Rexton, wir haben jetzt hier zwar die 18 Zoll drauf und noch nicht die ganz großen 20 Zoll Felgen, ja, aber ich finde trotzdem, dass er recht komfortabel ist.
größere Bodenwellen oder irgendwelche Schlaglöcher merken wir natürlich trotzdem. Ja, das ist gar keine Frage. Jetzt machen wir aber noch eine Sache. Ich gehe jetzt einmal, wir sind jetzt hier im Normalmodus. Ja. Was ich jetzt noch mache, ist einmal natürlich hier auf der Geraden in den Sportmodus zu gehen. Nur falls ihr mal so ein bisschen den Eindruck haben wollt, ja, wie es nach vorne geht. Das können wir aber auch in die Richtung machen. Dann gebe ich einmal hier durch. 30, 40, 50, 60, 70, 80 und die 100 stehen. Es ist natürlich keine Rakete. Ich denke, das ist aber auch mit so einem großen SUV mit 200 PS ganz klar. Was ihr jetzt gehört habt, war quasi der Spur Halteassistent bzw. der Spurverlassenswarner. Wir haben hier verschiedene Assistenten am Werk. Dazu werden wir aber gleich später was sagen. Was wir jetzt noch machen, ist erstmal was über das Thema Rundumsicht. Ich habe hier große Fenster. Ich habe sogar an der C-Säule noch mal ein kleines Fenster. Das heißt, ich habe hier eigentlich eine große und sehr gute Rundumsicht. Ich sehe überall gut raus. Aber natürlich in der C-Säule bleibt ein kleiner toter Winkel, den wir dann mit Rückfahrkamera, Totwinkelassistent, Seitenspiegel und Verstand dann auch wieder ausmerzen können. Dann, was wir auch noch haben, ist ein Assistent, der uns, wenn wir zu schnell fahren, also er kennt natürlich auch Schilder, die hat er auch wirklich gut erkannt, jedes Mal. Aber was er auch macht, ist, dass er uns zum Beispiel warnt, wenn wir zu schnell fahren. Ja. Dann kommt so ein ganz schreller Ton. Ich habe jetzt die Einstellung nicht gefunden, aber wenn ich den mir kaufen würde, würde ich das definitiv ausschalten. Jetzt nicht, weil ich irgendwie ein Raser bin oder irgendwie mit 200 durch die Stadt fahre, aber trotzdem, wenn ich jetzt auf der Landstraße, wo 70 ist, 75 fahre, dann kommt dieser grelle Ton und ja, auf Dauer ist es natürlich schon nervig. Aber müsst ihr natürlich dann selber wissen. Sonst, digitales Cockpit sowie auch Infotainment ist auch während der Fahrt so gut wie, also gut bedienbar, ohne dass ich von der Fahrbahn wegschauen muss. Ja. Alles gut erreichbar, Touchfunktion hier und der Rest stelle ich ja alles am Lenkrad ein. Das passt also auch. Auch so muss ich sagen, macht das Fahren hier wirklich Spaß, weil alles auch sehr ruhig ist. Und da sind wir auch schon beim Thema, und zwar Windgeräusche. Ich muss sagen, also ich bin jetzt nicht Höchstgeschwindigkeit gefahren, also 180 jetzt nicht, aber bis 140 bin ich gefahren. Und da waren die Windgeräusche wirklich noch angenehm. Also nicht so, dass man schon die Stimme heben muss, das definitiv nicht. Also wenn das der Rexton irgendwo macht, dann erst ab 160 oder 180. Das sind eben die Geschwindigkeiten, die ich jetzt nicht gefahren bin mit dem Rexton. Zum 8-Gang-Getriebe vielleicht was, ich weiß jetzt nicht, von wem es ist. Das 7-Gang ist ja von Mercedes gewesen, das hier jetzt nicht mehr. Aber es ist trotzdem sehr gut, schellt auch sehr ruhig. Wenn man es im Sportmodus komplett von 0 auf 100 beschleunigt, ja, dann gibt es mal so einen ganz kleinen Ruckler. Aber trotzdem alles noch im Rahmen und sonst stellt es auch wirklich sehr sanft und sehr ruhig. Also auch das, muss ich sagen, passt. Ja, Totwinkelassistent ist im Spiegel integriert, auch der hat gut funktioniert. Aber gut, da haben wir in der letzten Zeit eigentlich kein Auto gehabt, das irgendwie da negativ funktioniert hat. Gut, der Opel Mokka. Der hat jetzt noch mit den Parksensoren über Ultraschall funktioniert, das heißt, er hat ein bisschen spät gewarnt, aber klar, funktioniert haben sie im Prinzip trotzdem alle. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten, einen Spurhalteassistent hier zu haben. Einmal, wenn ich natürlich jetzt hier den ACC aktiviere, dann ist auch der richtige Spurhalteassistent aktiv, was so viel heißt, wie dass er auch die Spur wirklich erkennt und selbstständig lenkt. Ja. Also ihr seht das jetzt hier auch, er lenkt wirklich selber, das wird mir mit einem grünen Lenkrad signalisiert. Also das macht er schon, überschreitet dann auch nicht die Linien, sondern fährt auch schön mittig. Ja. So, sollte ich das aber nicht aktiviert haben, haben wir zunächst einmal einen Verlassenswarner, der mir akustisch sagt, ey, du verlässt die Spur und er lenkt dann aber auch zurück. Ja. Allerdings dann irgendwie nicht mittig, sondern er pendelt dann und wenn mir, manchmal hat er die Spur dann auch nicht ganz erkannt, dann ist er schon etwas drüber gefahren, hat trotzdem zurückgelenkt, aber er bleibt dann halt auch gerade. Er lenkt dann zurück, bleibt dann aber gerade und ihr solltet dann auf jeden Fall wieder eure Hände und alles wieder einschalten, auch euren Kopf. Wenn ihr jetzt im ACC seid, wie gesagt, dann macht er hier vieles selber und hält dann auch schön die Spur, je nach Steilheitsgrad der Kurve natürlich.
Also auch das hat gepasst. Der ACC als solches hat auch gut funktioniert. Er hat die Geschwindigkeit natürlich angenommen, die ich gewählt habe, und hat dann auch den Abstand genommen. Auch das hat er sehr gut gemacht. Ich fand sogar, er hat ein bisschen abrupt abgebremst. Vom Beschleunigen her war es sehr sanft, aber ich habe extra, und heute Nacht zum Beispiel, ist ein LKW auf der linken Spur gefahren. Ich habe das gesehen und dachte, ja, ich bremse jetzt mal nicht. Ich schalte es mal kurz in den ACC an und so gucken, wie er abbremst. Hat das aber schon wirklich weit vorne gemacht und kam mit 120 angebügelt. Und er hat dann wirklich, bis er abgebremst hat, nichts gemacht, hat dann aber relativ stark abgebremst. Vielleicht könnte man das auch noch ein bisschen sanfter lösen. Aber ansonsten fand ich den ACC auch wirklich klasse. Ja, ich denke, das war's aber auch schon, oder? Bevor wir es hier ewig in die Länge ziehen. Das war jetzt übrigens, bin jetzt extra mal ein bisschen schneller gefahren. Der Ton, der kommt, wenn man eben zu schnell fährt. Hier ist 70, ich bin jetzt hier 79 gefahren und dann meckert er eben hier. Ja? Das haben wir euch also jetzt auch noch gezeigt. Ansonsten gibt es, wie gesagt, nichts mehr zum Bemängeln. Ich habe jetzt extra mal den ACC nochmal ausgeschalten, ja, um euch gleich nochmal was zu zeigen. Und dann war es aber wirklich vom Fahreindruck. Sitzklima habe ich ja schon gelobt, Sitzheizung haben wir natürlich auch noch an Bord. Ansonsten, wie gesagt, lenke ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen rüber oder zeige euch, was er macht, wenn wir jetzt den ACC hier nicht nutzen. Ja. Ich warte hier auf die Gerade. Und warte vielleicht sogar noch, bis der uns entgegenkam. Nicht, dass wir den irgendwie erschrecken. Es geht ja auch immer noch um die anderen Verkehrsteilnehmer. Ja. Aber kerzengerades Stück, da kann man es immer ganz gut zeigen. Ich lenke mal etwas nach drüben. Ja, und ihr seht schon, er möchte das nicht. Er lenkt also zurück, aber pendelt. Ja. Er würde jetzt auch wieder zurücklenken, aber kommt dann immer aggressiver vom Ton her. Also das funktioniert schon super. Und das kennen wir auch von gängigen Modellen, von Seat, von Skoda und so weiter. Dass wenn wir den ganz normalen Spurhalteassistent haben, also sprich kein ACC aktiviert haben oder Travel Assist, wie es bei manchen heißt, dann lenkt er nur zurück, dass wir eben nicht rüberkommen und pendelt. Sollten wir das ganze Programm aktiviert haben, dann hält auch der hier schön die Spur. Und mit diesem Fazit würde ich sagen, verlassen wir auch den Fahreindruck vom Rexon. Ich bin jedes Mal angetan, weil ich vieles wirklich gut finde. Klar, man muss Einstriche machen, nicht alles ist perfekt, aber man zahlt halt eben auch keine 100.000, sondern zahlt volle Hütte dann eben 60.000 oder eben 40 oder 50, wenn man dann ein bisschen weniger hat. Jetzt gehen wir ins Fazit, sprechen wie gesagt nochmal über Preise, ja, wohin geht's, wo startet es und wie finde ich den Rexton. So, wo ist also jetzt meine finale Meinung hingelaufen zum neuen Rexton? Erstmal über Preise. Ich sage nochmal kurz den Startpreis und dann den Höchstpreis, ist halt bei uns üblich so. 42.990 Euro startet er. Vollausstattung, also mit unserer Ausstattung, Saphir und der teuersten Farbe, also dem weißen Perleffekt und allen Optionen, sprich Elegance-Paket dazu, Schiebedach dazu und 20 Zoll dazu und noch der Siebensitzer, landet man aktuell bei einem Preis von 60.690 Euro. Das ist deutlich teurer natürlich wie das Vorfacelift, keine Frage. Muss man sich also schon fragen, nehme ich den neuen oder kaufe ich mir noch den älteren? Aber man bekommt generell für 60.000 schon relativ viel Auto, finde ich. Man bekommt einen Siebensitzer mit aktuellen Assistenten. Klar, kein Matrix, aber LED-Licht. 360-Grad-Kamera. Edlen Materialien. Es fehlt hier und da mal noch, klar. Aber natürlich trotzdem relativ viel. Was man dann bei so einem GLE, bei so einem X5, bei so einem Q7 doch auch mal bei 80, 90, 100 oder drüber zahlt. Locker. Ja. Klar, die bieten dann hier und da schon auch noch mal mehr, das ist keine Frage. Auch vom Komfort vielleicht auch noch mal. Die haben dann teilweise Luftfederung und so weiter. Alles keine Frage. Aber man kommt hier für 60.000 ein wirklich großes SUV mit genug Platz, mit genug Assistenten, mit genug Technik, genug Komfort. Und ich finde sehr, sehr gute Materialien. 5 Jahre Garantie, das bekommt man darum bei Audi und Co. nicht für den Preis. Klar, es ist jetzt kein kleiner Preis, ja, wo man hingeht und sagt, hier, meine ganze Familie braucht einen, wir kaufen kurz 10, ist ja so günstig hier, das nicht. Aber für 60.000, ungehandelt, volle Ausstattung, ja, muss ich sagen, finde ich noch in Ordnung. Weil, jetzt kommt mein Standardspruch, aber das stimmt ja auch, nicht jeder nimmt ja alles. Ja. Ich zum Beispiel würde vielleicht jetzt gar nicht das Weiß nehmen, ja, dann spare ich schon mal ein bisschen Geld. Oder jemand, der sagt, ich fahre viel Gelände, nimmt die 20 Zoll nicht. Oder jemand, der sagt, ha, Schiebedach, wenn, dann Panoramadach, nur Schiebedach lasse ich auch weg. Oder ich brauche nicht Nappa-Leder und 360-Grad-Kamera, elektrische Heckklappe, das brauche ich nicht, dann spare ich sogar nochmal 4.000.
und so weiter. Also man kann immer mehr ein bisschen sparen und dann gibt es ja auch vielleicht nochmal einen Rabatt vom Händler. Von dem her, schreibt mal gerne drunter und wir mischen ein bisschen mit, was ihr zum Preis sagt, selbst auch voll ausgestattet. Seht ihr das in Ordnung an? Ja, sagt ihr, das ist okay für das Ganze, was man bekommt? Oder sagt ihr, naja, es ist letztendlich halt doch etwas zu teuer? Das würde mich wirklich interessieren. Allgemein schreibt mal drunter, was ihr zum Auto denkt, auch gerade zum Facelift. Ja. Grundsätzlich macht er alles gut. Ein paar Dinge gibt es natürlich, wie Fernlichtassistent und so weiter, wo man noch mal ein bisschen anpacken kann. Aber gerade ACC hat richtig gut funktioniert. Das hat also mir gut gefallen. Das war's mit unserem Video über den neuen Rexon. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne natürlich mit einem Daumen belohnen. Ja. Und wenn ihr uns abonniert, als Honorar quasi, ja, dann wachsen wir natürlich schön weiter und können natürlich euch immer mehr zeigen, ja, wie wir es sowieso schon machen. Und damit verabschiede ich mich von diesem wunderschönen Ort hier aus dem Schwarzwald und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.